Unter dem Motto »Eine Reise durch den Körper« fand in der Blumenhalle in St. Veit an der Glan die Gesundheits- und Sportmesse statt. Herr Stadtrat Herwig Kampel, wir stehen jetzt da vor der Ortstafel in St. Veit an der Glan. Vor kurzem haben Sie ja die Tafel Gesunde Gemeinde überreicht bekommen und Sie werden heute die Sport- und Gesundheitsmesse in der Blumenhalle eröffnen. Was erwartet uns? Als Gesundheitsreferent der Stadtgemeinde St. Veit macht es mich stolz, dass wir als 58. Gemeinde Kärntens diese gesunde Gemeindetafel vor kurzem überreicht bekommen haben. Dies ist Anerkennung für uns alle, dass wir sehr, sehr viele Veranstaltungen und Informationen für unsere Bürger gemacht haben in diesen letzten Jahren. Und in diesem Sinne werden wir auch zukünftig weiterarbeiten. Die heutige Sport- und Gesundheitsmesse, auf die ich ebenso stolz bin, weil sie ein Kind von mir ist und ich unter anderem Geburtshelfer dieser Veranstaltung war. Sie wird heuer zum dritten Mal hier in St. Veit an der Glan durchgeführt und ich möchte mich an dieser Stelle beim Organisationsteam, bei den Ausstellern, bei den Referenten, aber vor allem bei unserem treuen Publikum herzlichst dafür bedanken, dass Sie diese Veranstaltung immer zu so einem tollen Erfolg machen. Verantwortlich für diese Messe ist das Gesundheitskompetenzzentrum Gesundheitstage Kärnten. Herr Dr. Scheriau, Sie sind der Veranstalter hier in der Blumenhalle. Was ist Ihr Anliegen? Das Anliegen ist von unserem Verein Gesundheitskompetenzzentrum Gesundheitstage Kärnten, Gesundheit nach in Kärnten zu verbreiten und dementsprechend auch präventiv zu bewirken. Das heißt aber auch, wenn wir heute hier in St. Veit in den beiden Tagen eine Messe von einer Reise durch den Körper machen, das heißt vom Kopf bis zum Fuß hinunter, das heißt, hier werden profunde Ärzte und Ärztinnen Vorträge halten, die man sonst nirgendwo in so gesammelter Weise zu bekommen hat. Gesundheit ist für uns im Verein besonders wirklich zu verbreiten. Das heißt aber auch, dass wir Gesundheit in Kärnten präventiv darstellen wollen. Experten aus allen Bereichen der Medizin trugen aktuelle Themen vor und übermittelten die neuesten Forschungs- und Behandlungsergebnisse. Eine Vielzahl an Informationen, die man so selten aus erster Hand erfährt. Eröffnet wurde die Vortragsreihe von Professor Dr. Michael Außerwinkler mit dem Thema »Mein Körper und wie ich Signale erkenne«. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass sich gewisse Krankheiten mit klaren Signalen ankündigen, so dass man was spürt und weiß, da ist ein Organ nicht in Ordnung. Dass es aber so versteckte Krankheiten gibt, wie zum Beispiel Darmpolypen, die in einen Darmkrebs übergehen können und wo ich aufmerksam machen muss, dass auch wenn man nicht spürt, man hingehen sollte, den Darm einmal anschauen lassen sollte, um sich viel Ärger und viel Probleme zu ersparen, nämlich einen Darmkrebs zu verhindern. Ab welchem Alter sollte man mit dieser Vorsorge beginnen? Die Darmkrebsvorsorge ist so, dass wenn in der Familie jemand einen Darmkrebs hatte, sollte man schon mit 40 zur Vorsorge kommen, sonst ist 50 das ideale Alter, einmal einen Check-up zu machen für die zweite Lebenshälfte. Aussteller aus vielen Bereichen der Medizin überzeugten die Besucher für ihre Produkte, um im gesundheitlichen Alltag zurechtzukommen. Vom Blutzuckertest über Hörtests bis hin zur alten Betreuung war für jeden Gast sicher ein Bereich für seine Interessen dabei. Viele Broschüren und Informationsmaterial ergänzten die Gesundheitsstraße zu den Referenten.